Ein Ewerster Lehrer von den Soldaten. Fährt ein Tag mit einem Gruppsoldaten. Und hier weh ist am Weg, blieben sie stärken. Dort du blattig, wir fahren den Herrn und kennen nicht mehr rüt. Die Schafen und die Schafen du auch. Der Lehrer steht besied und die Soldaten schieben und kriegen den Traktor nicht rüt. Dann kommt du ein Mann vorbei, er hält die Stelle und dann fragt er, was ist los? Warum helfst du ihn nicht? Nee, sagt ich an den Lehrer. Ich bin der Ewerster über die Soldaten. Da jemanden den Traktor rüt über die Kern dort nicht. Warum helfst du ihn nicht? Sagt der Lehrer von den Soldaten zu dem Mann, der für mich kommt. Das Mann kriegt jetzt ihn fertig rüt, trägt sich ihn wenig auf, jährt du Hahn und schifft, taut mit den Soldaten. Und der Traktor kommt bald rüt und sie kehren wieder vor. Wobei er sie wieder vor, das Mann, wo der Luther Hahn kommt, wascht sie ihn hängen, merkt sie ihn mit rein, trägt sich ihn wenig an den Ball vor und dann fragt der Ewerster von den Soldaten, wer bist du? Und er sagt, weißt du, ich bin Abraham Lincoln, der Präsident von dem Land, von der Stadt. Wenn dir mal wahre Halb fehlt, sei mir, ich halb die Welt. Nicht verdammt, wird gesagt, dass Abraham Lincoln, der geratste Präsident wie er, wird der Stadt hier muss sie heute haben. Nicht wegen seiner Hech, aber wegen seiner däumige, däunende Entstellung. Matthäus Kapitel 20, Vers 27 sagt Jesus, wer von jedem der geratste sind, der mag lehren, der Däuner zu sein. So fährt man im Leben, wer wir sein und sein. Wer wir haben, die Menschen sollen Gott denken von uns. Und wir wollen haben dort, was wir dürfen sollen, ob ihr uns wollt, in euer Schritt mehr. Wir wollen ohne Erkennung haben. Wer wir dort denn, was Jesus sagt? Deiner sein. Lehren zu deinen. Nicht zu groß sein, nicht zu brav sein, nicht zu stolz sein, zum anderen Menschen halten und in Not sein, zum du sein, in anderen Menschen lassen Dinge tun. Aber lehren mit einer deinmütigen Einstellung deinen. Dort, was Jesus will haben. Und dort, wenn wir im Leben wollen, vorwärts kommen, und dort, wenn wir wollen, im Leben, die Unerkennung haben, was wir so fertig sehen, deiner sein. Möcht Gott uns halten, gute deiner zu sein durch das Leben. Gottes Ehre.